Unternehmensinsider sind meist zuverlässige Käufer in schwierigen Börsenphasen. Was halten denn die CEOs, CFOs und so weiter dieser Welt von den aktuellen Entwicklungen am Markt? Und zwar A, ganz allgemein, B, in bestimmten Branchen und C, von besonderen Unternehmen. Schauen wir uns das mal an. Herzlich willkommen. Ich habe mir in dieser Woche mal einen Überblick verschafft über die Aktivitäten von Insidern. Das sind ja Angestellte, hochrangige Angestellte aus dem Vorstand oder Aufsichtsrat von Unternehmen oder auch Angehörige, die über das jeweilige Unternehmen mehr wissen sollten, könnten. Und ich hatte ja auch schon mal eine Sendung dazu gemacht, dass tatsächlich die Aktivität von Insidern in Zusammenhang steht mit dem Verlauf von Aktienkursen. Und entsprechend machen wir heute eine Sendung, wo wir uns mal diverse Insider-Aktivitäten ansehen. Ich habe mal eine große Liste zusammengefasst von allen möglichen Transaktionen, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA stattgefunden haben in den letzten Wochen und habe das alles zusammengefasst in einem Report. Können Sie sich kostenlos downloaden bei mir auf der Seite. Ja, gucken wir vielleicht im ersten Schritt mal ganz allgemein auf das Thema. Also, wie viel kaufen denn Insider so? Und wie viel verkaufen sie? Das ist nämlich durchaus auch eine spannende Größe, die sehr gut etwas darüber aussagt, wo der Aktienmarkt gerade steht. Ich habe Ihnen das Ganze mal mitgebracht hier in Form von einer Übersichtsgrafik. Sie sehen in Gelb den S&P 500 Index und unten in Grün das Buy-Sell-Verhältnis, also wie viel kaufen sie im Verhältnis dazu, wie viel sie insgesamt verkaufen, die Unternehmensinsider. Und das Ganze im Zeitverlauf. Und da sieht man, es gab immer mal wieder so Ausschläge, also wo die Insider in dem Fall dann besonders stark auf der Käuferseite aufgetreten sind. Und das ging in aller Regel einher mit großen Börsenabschwüngen. Also jetzt beispielsweise hier 2008/09. Die Insider haben massiv gekauft, als es hier zum Crash gekommen ist. Und auch in den letzten Krisen eigentlich meistens zu sehen, dass dann die Insider irgendwann stärker zugelegt haben. Und das Interessante ist, die aktuelle Schwächephase, gerade der S&P 500, hat sich ja noch bei weitem nicht so sehr erholt wie zum Beispiel der DAX. Und interessant ist, ganz anders als in den vorherigen Krisen, die es so gegeben hat, sind die starken Insiderkäufe in diesem Fall nicht ausgeblieben, aber haben doch in viel geringerem Rahmen stattgefunden. Mit anderen Worten, die Insider bewerten die aktuelle Börsenphase anders als vorherige Krisen am Aktienmarkt. Wo das nur zuletzt mal so ansatzweise der Fall gewesen ist, ist, als es schon bergab gegangen ist, 2008, haben die Insider waren zwar auch etwas erhöht, aber nicht so richtig aktiv. Und danach folgte noch etwas. Es muss nicht heißen, dass es diesmal auch wieder so sein sollte, aber es ist zumindest mal ein auffälliges Bild. Gucken wir mal etwas tiefer rein. Gibt es denn bestimmte Sektoren, wo die Insider trotzdem besonders stark kaufen oder vielleicht auch verkaufen? Und ja, eine Branche ragte bei dem, was ich gesehen habe, ziemlich heraus. Und zwar interessanterweise die Banken und Finanzinstitute. Ich habe hier mal aufgelistet, was es alles so gerade an US-Banken gegeben hat, wo wirklich massiv diverse Vorstände auf allen Ebenen gekauft haben. Und man findet auch weiter unten dann zum Beispiel auch eine Commerzbank, etwas eingeschränkt. Hier gab es auch Insiderkäufe. Auf der Liste fehlt aber zum Beispiel die Deutsche Bank. Also mal vielleicht ganz interessant. Jetzt hat ja auch in den letzten Tagen, ich glaube gestern, Charles Schwab Zahlen vorgelegt, sind gut ausgefallen. Und eigentlich bei fast allen Banken, die schon Zahlen vorgelegt haben, waren eigentlich fast durch die Bank über den Erwartungen. Bedeutet also, ja, die Insider, die sind doch ziemlich optimistisch, zumindest bei diesen Instituten, die man hier sieht. Hier sind natürlich nicht die Institute, wo keine Käufe stattgefunden haben. Das wäre mal interessant, das mal auch so aufzudecken, um mal vielleicht näher zu kommen, welche Banken denn da mehr in die Krise taumeln könnten. Kürzlich hat ja Warren Buffett ein Interview gegeben und gesagt, dass er die Krise bei den Banken noch nicht abgeschlossen sieht, also dass da noch was kommt. Gut, so viel dazu. Ach genau, Charles Schwab wollte ich Ihnen den Chart nochmal zeigen. Die Aktie hat ja ordentlich verloren im Zuge dieser Turbulenzen der letzten Wochen. Wenn es nach den Insidern geht, die stark gekauft haben, dann war das übertrieben.
Ja, und dann habe ich mal geguckt, okay, wo sind denn in anderen Sektoren noch bei einzelnen Unternehmen ja besonders starke Käufe? Und ich habe es vor allem daran festgemacht, wie viele unterschiedliche Insider gekauft haben. Also wenn jetzt nur einer kauft, kann das alle möglichen Gründe haben oder wenn einer verkauft. Aber wenn das mehrere gleichzeitig tun, hat das ein höheres Gewicht. Und das geht hier querbeet, angefangen ganz oben Österreich, die BAWAG, auch stark abgestraft wurden im Zuge der Bankenturbulenzen. Dann haben wir einige Energieunternehmen. Und besonders eingehen wollte ich auf zwei Aktien, nämlich einmal Bayer und weiter unten LEG, Immobilien, also eine Immo-Aktie. Schauen wir mal uns Bayer an. Die, die den Kanal hier länger verfolgen, wissen ja, ich bin sowieso schon seit einiger Zeit bullisch für die Bayer-Aktie, vor allem weil es fundamental so richtig gut aussieht. Die Vorstände sind auch der Meinung offenbar, dass die Aktie mittlerweile zu schlecht dasteht, wo man doch viel von den Altlasten jetzt so hinter sich gelassen hat. Und technisch ist man, naja, zwar baut man gerade eine große Wende, technisch würde man jetzt noch nicht von einem Riesenkaufsignal sprechen, aber hier kann man jetzt eigentlich noch richtig schön günstig einsammeln. Also da bin ich ganz auf Linie der Insider. Und das Zweite, finde ich ganz spannende Branche, gerade auch in Deutschland, die Immo-Aktien. Sie hat es ja total zerschossen, weil der Immobilienmarkt ja in Teilen doch da niederliegt. Aber in manchen Unternehmen hat man gesagt, meine Güte, was wir für Assets haben, selbst wenn die jetzt irgendwie abgewertet würden, da kaufen wir jetzt mal schwer zurück. Und LEG ist ein Beispiel. Also womöglich hier so eine Art doppelter Boden wäre möglich. Und wenn sich irgendwann vielleicht die Zinsen, wird ja sowieso erwartet, dass immer wieder runtergehen und der Markt wieder fängt, dann könnte man vielleicht irgendwann dastehen und sagen, ach, hätte ich doch mal so eine Immobilienaktie bei den aktuellen Kursen gekauft. War das nicht der No-Brainer? Aber meistens ist es, wenn man mitten in der Situation ist, eben kein unbedingter No-Brainer. Aber vielleicht für Sie auch interessant. Ja, das war so ein kleiner Überblick dazu. Ich habe noch mal geguckt, wo haben denn Insider vor allem stark verkauft. Das ging so durch alle möglichen Branchen. Vielleicht für Sie, die Hims & Hers ist ja nach wie vor eine beliebte Aktie, aber viele Insider-Verkäufe. Auch bei manchen Banken, wo wir es vorhin mit den Käufen hatten. Gibt auch einige, wo die Insider stark auf der Verkäuferseite stehen. Und auch bei vielen Big Techs. Und ein Unternehmen habe ich eben mal rausgegriffen, weil es in dem Fall besonders interessant ist, ist Tesla, habe ich unten mit aufgenommen. Ein paar Insider-Verkäufe in den letzten Wochen. Und wenn man sich den Chart anguckt, dann hat sich die Aktie ja auf lange Sicht, sie steht ja nach wie vor gut da. Was jetzt aber, ich glaube, am 3. April vorgekommen ist, war ein nicht allzu häufiges Ereignis, nämlich Kimball Musk, also der kleine Bruder von Elon Musk, der hat mal wieder ein Aktienpaket verkauft. Und die letzten beiden Male, als er das gemacht hat, das war einmal im Sommer 22, ich glaube im Juli, und davor war es im November 21. Das heißt, er hat hier gerade wunderbar eigentlich so relative Tops erwischt und jetzt eben der jüngste Verkauf Anfang April muss natürlich auch nicht heißen, dass es jetzt wieder eine Etage weiter nach unten geht, aber ist schon interessant vielleicht so als kleiner Fakt am Rande. Und das ordnet auch vielleicht ganz gut ein, wie man so Insider-Geschäfte zu deuten hat. Die sind nicht der alles entscheidende Faktor. Manchmal geht es auch völlig in die andere Richtung, aber es ist immer beachtenswert. Von daher, ja, stöbern Sie doch einfach mal für sich durch, was bei Ihren Unternehmen so ist, ob Sie vielleicht in der Liste auftauchen. Gibt auch schöne Anregungen dafür, wo vielleicht ein Investment, ein günstiges naheliegt. Ja, viel Spaß damit und noch ein schönes Wochenende. Tschüss.